Hallo, ich bin Dieter Bethke und ich berichte heute mal nicht über HDR-Software, sondern über ein bisschen Hardware aus dem fotografischen Bereich. Ich bin nämlich auf ein neues Stativsystem aufmerksam geworden, das ich euch in diesem Video-Review gerne vorstellen möchte. Bevor wir dazu kommen, erkläre ich euch kurz, wo ich hier heute bin. Ich bin in den Zentralstudios zu Gast, einer Medienproduktionsagentur im Herzen von Kiel. Und das Studio könnt ihr übrigens auch mieten in Zukunft. Außerdem werden hier noch Seminare stattfinden. Okay, dann kommen wir also zu dem neu entdeckten Stativsystem. Es handelt sich dabei um einen integrierten Kugelkopf, der in der Stativschulter liegt. Das erkläre ich gleich noch mal ein bisschen präziser. Vielleicht auch noch mal hier im Detail für die Zuschauer. Das System heißt Red Elephant und ist von der deutschen Firma XIHA Produktionsentwicklung hergestellt worden bzw. entwickelt worden. Was ist das Besondere an diesem System? Um das vielleicht mal ein bisschen genauer erklären zu können, zeige ich euch an einem klassischen Stativsystem nochmal die Elemente, die zu einem Stativ gehören. Ich arbeite bisher halt mit einem Dreibein, so wie es viele von euch auch kennen werden. Zu einem Dreibein gehören eben ganz unten drei Beine, logischerweise. Die drei Beine sind an der sogenannten Stativschulter befestigt. In der Stativschulter steckt normalerweise eine Mittelsäule. Die kann man ja auch in der Höhe variieren, das kennt ihr. Oben auf der Mittelsäule ist normalerweise die Kopfaufnahme für den Stativkopf. Viele Leute verwenden, so wie ich auch, einen Kugelkopf. Und oben auf dem Kugelkopf sitzt dann die Kamera. Hier in diesem Fall haben wir eine Schnellwechselplatte sogar noch dazwischen. Aber auf jeden Fall sitzt, wie gesagt, auf der Stativschulter die Mittelsäule, die Kopfaufnahme und dann der Kugelkopf. Alles in allem eine ziemlich lange Geschichte, ein sogenannter Hebel. Das heißt, wenn die Kamera in Vibrationen kommt, zum Beispiel durch Wind oder durch einen Spiegelschlag, dann neigt so ein langer Hebel immer ein wenig mehr zum Schwingen als ein kurzer Hebelweg. Und genau das ist die Idee vom Red Elephant, die hier umgesetzt worden ist. Wenn ihr da mal vergleicht, wir haben hier diese Halbschalen, in denen die Kugel sitzt. Und das entspricht genau der Stativschulter. Und die Kugel sitzt quasi in der Stativschulter drin. Das heißt, wenn jetzt hier die Kamera drauf kommt, haben wir nur noch einen sehr, sehr kurzen Hebelweg. Allein deswegen ist dieses System robuster und gegen Schwingungen nicht so anfällig wie ein klassisch aufgebautes Stativ mit einem langen Hebelweg. Hier seht ihr den Lieferumfang, wie der Red Elephant normalerweise aus der Verpackung kommt. Das heißt, es gehören vier sogenannte Mini-Stativbeine dazu, die man anschrauben kann. Natürlich kann ich in diese Position, wo jetzt die Mini-Stativbeine angeschraubt sind, kann ich auch lange normale Stativbeine einschrauben, zum Beispiel aus dem NovoFlex-System. Wir haben die Beine auch hier, ich werde die gleich mal dran schrauben, dann seht ihr die auch in Aktion. Und dann gucken wir mal, wie das Ganze neben einem klassischen Stativ dann so stehen kann.